Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir Super Dungeon Maker Fink's Awakening. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir mal nach langer Zeit wieder Fink's Awakening. Das habe ich zum Demo-Dienstag schon einmal gespielt und da war das noch sehr stark in der Entwicklung. Jetzt sind sie knapp an der Vollversion dran. Haben sehr, sehr viele Updates gemacht. Wie man rechts schon sehen kann, sehr viel größeres Inventar. Es gibt jetzt auch Community-Levels. Kann ich mir eins auch ruhig mal heute angucken. Ich würde sagen, wir nehmen einfach jetzt hier eins von den Top-Dungeons. Ich habe hier schon ein bisschen in die Liste reingeguckt. Das Level hier habe ich tatsächlich auch schon gespielt, ist einigermaßen in Ordnung. Aber jetzt gefühlt ein Standard-Level. Ich würde das hier nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass wir da auch ein neues Item sehen können. Weil es gibt jetzt so ein Wasser-Item. Und wo kann man das wahrscheinlich am ehesten benutzen? Richtig, in einem Level, wo es auch Wasser gibt. Bin auf jeden Fall gespannt, was die Updates alle so gebracht haben. Also die haben wirklich sehr, sehr viel geupdatet und auch sehr viel mit ihrer Community sich unterhalten, wie sie ihr Spiel verbessern wollen. Ich verklopp erstmal hier die ganzen Viecher. Hier ist doch noch eins. Ich erinnere mich zum Glück noch, wie das Spiel funktioniert. Ja. Also das große Ganze, was man jetzt daraus sehen kann, ich bin wieder ein Huhn. Das ist das Wichtigste, ne? Dass ich ein Huhn bin. Ah! Okay, hier brauche ich das erwähnte Wasser-Item. Es gibt jetzt halt wirklich ein Item, womit man im Wasser schwimmen kann. Und das brauche ich gerade. Vor allen Dingen, ich will das halt auch mal sehen. Es ist halt neu. Wenn es jetzt nur was Billiges ist wie Schwimmen. Ich überlege auch noch, ob ich mir die Vollversion zu diesem Spiel holen werde. Je nachdem, wie sie es updaten werden. Wäre dann aber wahrscheinlich nur noch was für Twitch und nicht mehr für YouTube. Das erzähle ich dann in irgendeinem anderen Video, ob ich das dann mache. Ja, jetzt auf jeden Fall durchforsten wir erstmal dieses neu gemachte Spiel. Diesen Zelda-Maker gefühlt. Es ist halt gefühlt wirklich einfach nur The Legend of Zelda. So. Okay, ich krieg zumindest schon mal die Ausweichrolle. Ich komme da wahrscheinlich irgendwie drüber. Ja. Bräuchte ein weiteres Herz, bitte. Schade. Okay, zumindest hier komme ich jetzt drüber. Ach ja, und es gibt jetzt auch diesen Drehangriff, den es bei Zelda gibt. Also immer mehr Anspielungen, dass es auch ein Zelda-Hommage ist. Ein Zelda-Fan-Game. Aber es ist halt ein Maker-Spiel. Komm, steh auf. Du willst es. Geh auf. Tschüss. Nehmen und werfen. Komm hier. Ich glaube, die haben auch den ein oder anderen Boss hier jetzt bei dem Spiel hinzugefügt. Ich finde es halt schön, dass jetzt mittlerweile auch Community-Levels dabei sind. Vorher war es nur von den Entwicklern die Level. Komm, steh auf. Ich muss alle umbringen, wenn ich hier raus will. So. Weiter geht's. Habe einfach mal die Vase in den nächsten Raum geworfen. Das Teil muss ich umprügeln.
Man kann auch die Rolle spammen. Das ist schön. Ich habe X gedrückt. Jetzt nimm die Taste an. Danke. Ich habe jetzt 2,5 Leben verloren, weil er die Taste nicht angenommen hat. Kannst du auch nur als schlechten Witz sehen. Toll, ich habe 1,5 geopfert, um 1 zu kriegen. Weiß jetzt nicht, ob der Tausch sich gelohnt hat. Verreck. Verreck. Bin tot. Und darf das Level nochmal neu machen. Da ist das Schöne an diesem Spiel. Du musst nicht komplett nochmal neu starten. Es speichert ab, wie weit du gekommen bist und machst dann einfach so weiter. Riss. Hier. Und weg ist es. Da ist noch einer gewesen. Und irgendwo versteckt sich immer noch ein Vieh. Da. Weil diese Türen gehen erst auf, wenn alle Viecher im Raum tot sind. Ah, Greifhaken. Ist jetzt nicht das Item, was ich unbedingt haben wollte. Ist übrigens schön, man kann mit dem Greifhaken nichts kaputt machen. Ich kann mich nur damit rüberziehen. Aber es ist schön. Ich kann jetzt den hier machen. Eine Sekunde. Zack. So. Weniger Probleme im Leben. Ist da drüben irgendwas, wo ich mich rüberziehen kann? Bitte. Das Problem ist, man kann sich damit halt nicht an Sachen vorbeischießen, wie man zum Beispiel bei dem Zelda-Haken gewöhnt wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das mir was gebracht hat, ne? Es hat mir einen Schlüssel eingebracht. Dann wieder hier rüber. Ich mache das auch viel lieber mit dem Haken als mit alles anderem. Ich mache hier übrigens jetzt auch nur ein Level. So. Mal gucken. Hier ist auch eine Truhe. Eine Truhe, die mich verarscht, weil nichts drin ist. Nett. Das erste lasse ich liegen. Okay, und hier könnte ich den Schalter jetzt umdrehen, falls nötig. Ist übrigens schön, dass das Herz dort gammelt. Ja, das ist jetzt auch schön. Ich komme nicht rüber, weil das Ding da halt ziemlich doof steht. Ich muss mir jetzt erstmal eine Vase mitnehmen, dass ich hier überhaupt kaputt machen könnte. Ja, ich kann mich jetzt hier nur umbringen und wir sehen uns dann hier gleich wieder, weil ich kann mit dem Haken leider nichts kaputt machen. Das ist halt wirklich so. Also, wir sehen uns gleich. Ich behalte ja zum Glück alles. So, Leute, ich habe mich erfolgreich umgebracht. Ich hatte keine andere Wahl. In beide Richtungen hätte ich nichts machen können. Weil mit dem Haken, das haben sie jetzt schon ein bisschen dumm gemacht. Ich finde, sie hätten zumindest machen können, dass es Rasen zerstört. Weil du kommst jetzt ansonsten einfach nicht weiter, wenn Rasen im Weg ist. Auf der anderen Seite. Du kannst natürlich versuchen, eine Vase drüber zu werfen. Das geht. Dann hättest du wenigstens noch eine Option B. Ich hoffe, der Haken geht weit genug.
Er geht weit genug, okay. Weg damit. Okay, wo könnte ich denn sonst lang? Ich kann hier nach unten. Mehr oder weniger. Ah, manchmal hat man das Gefühl, manche denken gar nicht drüber nach, was sie basteln. Ich könnte versuchen, jetzt hier eine Vase zu nehmen und da unten hinzuwerfen. Weil damit kann man den Rasen zerstören. So, war die einzige Möglichkeit, die ich sah. Weg damit. Da hinten brauche ich erst Bomben. Den Rasen kaputt machen. Nicht wundern, dass, falls man das gerade gehört hat, das war mein Hund. Der schläft hier und der gibt Geräusche von sich, während er schläft. Als ob ich da von oben erstmal so ein scheiß Ding werfen muss. Nehmen. Werfen. Und hier kann ich nicht weiter, weil... ja. Oh, Auge. Aber man kann mit den Haken jetzt Gegner betäuben. Das ist was Schönes. Da stehst du super. Man kann sich gefühlt null wehren. So, Leute, ich bin wieder hier. Ich versuche mein Bestes. Aber dieses Auge ist hier mega nervig. Und macht halt auch verdammt viel Schaden. Nein. Tschüss. Verzieh dich. So, das Auge ist immer noch da. Ich guck, dass ich mir gerade ein paar Leben ergauder. Okay. Hier war, glaube ich, eh nur in einer Richtung Ausgang. Wenn ich das jetzt im Verlauf gerade richtig gesehen habe. Nur rollen. Genau deswegen. Weißt du, die einen Viecher allein wären ja nicht schlimm gewesen. Und das ist das Schwimm-Item, was ich gerade meinte, was man jetzt oben rechts sehen kann. Jetzt kann ich hier im Wasser schwimmen. Kann aber dafür die Ausweichrolle nicht. Jetzt kannst du mich ruhig umbringen. Jetzt macht das auch keinen Unterschied. So, jetzt kann ich hier einfach durchschwimmen. Jetzt kann ich auf das Wasser einen Scheiß geben. Das ist das neue Item, was es jetzt gibt. Nicht so spektakulär, aber es ist ein Update. Wie gesagt, sie haben auch ganz viele Mechaniken umgeändert. Die Rolle, die hatte früher zum Beispiel einen anderen Cooldown. Musstest du ungefähr so 1-2 Sekunden warten, bis du es einsetzen kannst. Der Haken hat auch Gegner geschadet, hat Rasen zerstört, etc. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob das wirklich eine Abkürzung war, was ich hier gerade gemacht habe. Okay, dafür brauche ich einen Schlüssel. Ich kann ja jetzt ein bisschen freier erkunden. Ich will einen Dungeon nur heute machen. Und der allein kostet mich gerade schon Nerven. Das machen die Entwickler nicht mal mit Absicht, dass es mir so auf den Keks geht. Hier kann ich auch einmal durch das Wasser da oben schwimmen, aber erst will ich den Schalter aktivieren. So. Dann ist wenigstens da unten jetzt offen. Schwimmen die, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Mein Hund kratzt gerade an meiner Tür. Weil er hat mich genervt, dass er raus will.
Da habe ich ihn gerade eben rausgesendet. Eine Sekunde, Leute. Ich habe jetzt mal eben kurz meinen Hund erwischt. Nein, habe ich nicht. Keine Sorge. Kratzt die ganze Zeit und dann will das Vieh doch nicht hier rein. Ich verstehe meinen Hund manchmal nicht. Ich weiß, ich habe für unten jetzt einen Schlüssel, aber ich erkunde hier auch noch. Wer weiß, vielleicht liegt hier noch ein Schlüssel, den ich brauche. Oder ein Item. Je nachdem. Ja, hier, noch ein Schlüssel. Weil jetzt kann ich ja schon frei erkunden, dann mache ich das auch eben. So, ist da irgendwas? Ah ne, hier war Durchgang von der einen Seite aus, ne? Und ich glaube, weiter links ist nichts. Ja, jetzt muss ich so rumlaufen. Wenn da was ist, seht ihr es, ansonsten cut ich es jetzt. Leute, ich beende hier jetzt, weil mich das Level aufregt. Also, ich habe ja gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich verlasse jetzt hier den Dungeon. Ich hätte jetzt eigentlich nach unten gekonnt. Schlüssel, durch. Aber ich konnte in beide Richtungen nicht mehr weg, weil links war durch die Steine abgesperrt und rechts wegen dem Krug, den ich nicht mehr kaputt machen konnte. Ja. War wunderbar. Also ihr seht, es gibt noch Makel. Aber es gibt halt auch viele Veränderungen. Ich habe das jetzt auch deswegen gezeigt, weil das vielen Leuten damals offenbar gefallen hat, das Spiel. Und ich persönlich das eigentlich auch interessant fand. Aber ich glaube, die Vollversion werde ich unter Umständen wahrscheinlich nicht spielen, wenn das Konzept so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!